Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind am Start wieder mit unserem Freund Geralt. Wir sind wieder auf dem Weg zurück zu Jyn. Wir haben den Fuchsschwanz erledigt. Haben seine Rückenmarksflüssigkeit entnommen. Haben jetzt auch mal mit Eskel getroffen. Ja, und heute geht's weiter. Beziehungsweise zurück. Wir wollen ja Jyn das Zeug bringen, was wir da erstanden haben. Und wie gesagt, nach wie vor, ja, ich weiß, wir brauchen immer noch einen Schmied. So, wir sind zurück. So, hilft Jennifer das Megascope-Rechnen. Wir waren Gabelschwanz unlocked. Die Quest haben wir abgeschlossen. Quest aktualisiert, das hässliche Endline. Ja, 600 Erfahrungspunkte. Das müssten immer noch Level 16 jetzt sein. Das sind 11 Erfahrungspunkte. Ach, damit, mit dem Level hätten wir eigentlich tatsächlich das erste Mal, hätten wir eigentlich erst auf Skellige reisen dürfen. Mit Level 16. Wir sind noch mit Level 14 hin oder so. Also ich sage, so ein, zwei Level drunter ist das jetzt nicht tragisch. Der war jetzt auch Level 18 oder so, der Fuchsschwanz. Das haben wir schon auf, gut auf die Reihe gekriegt. Naja. So, wunderbar. Ich hoffe, dass wir Juma helfen können. Ich würde ja gerne mal auch. Es würde ja bestimmt auch interessant mal zu sehen, wie der eigentlich aussah, bevor der seinen Flug bekommen hat. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir tatsächlich so Step by Step auch Richtung Ende mittlerweile sind. Kommen wir so ein bisschen vor. Aber, ja, wenn das eben so sein sollte, dann ist das einfach so. Aber wir machen noch weiter. Für das Ding hier auf jeden Fall auch zu Ende ziehen. Zu Ende machen. So, Jenny, da sind wir wieder. Denkst du manchmal über die Vergangenheit nach? Über deine Zeit bei der Jagd? Manchmal. Ich staune, dass wir noch leben. Eredin hinterlässt doch sonst keine Zeugen. Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja. Deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Was denn? Woran erinnerst du dich denn? Als die wilde Jagd dich hatte, haben sie dir hoffentlich nichts getan. Wenn doch, dann weiß ich es nicht mehr. Die ganze Zeit ist nur eine Abfolge schemenhafter Bilder. Blut und Feuer. Eine wüste Jagd durch verschiedene Welten. Alles in Nebel gehüllt. Aber ich erinnere mich daran, dass du kamst und dein Leben gegen meines eintauschen wolltest. Ich konnte dir damals gar nicht danken. Du hättest für mich dasselbe getan. Deine Sicherheit rührt mich, aber du hast mir noch nicht gesagt, wie du entkommen bist. Das wüsste ich selber gerne. Manchmal erinnere ich mich, wie ich vorwärts preschte, rote Reiter um mich. Dann bin ich plötzlich im Wald bei Kaer Morhen. Das ist alles. Was wollten die von dir? Was genau wollte Eredin eigentlich von dir? Dasselbe wie von dir. Weißt du nicht mehr? Ich weiß fast nichts mehr von meiner Zeit bei ihnen. Wir waren Köder, Geralt. Wir beide. Eredin glaubte, Ciri würde uns früher oder später retten wollen und er könnte sie dann fangen. Zum Glück ist sie nicht drauf reingefallen. Was ist mit Nilfgaard passiert? Die dritte. Wie bist du von der kaiserlichen Geisel zur kaiserlichen Verbündeten geworden? Eines Tages ging die Zellentür auf und da stand nicht der übliche Offizier, sondern Emhyr.
Er versprach, mich freizulassen und mir freie Herrschaft über die kaiserliche Schatzkammer zu lassen, sofern ich täte, was er verlangte. Er hat dir von Ciri erzählt und du hast sein Angebot angenommen. Warum? Gemeinsame Ziele führen zu seltsamen Allianzen. Ich wusste, dass ich Ciri vor Eredin finden musste. Und wenn irgendwer die Macht und die Mittel hatte, mir zu helfen, dann der Kaiser. Außerdem, schließlich und endlich, ist er auch ihr Vater. Und warum hast du nicht nach mir gesucht? Warum hast du nicht nach mir gesucht, als du deine Erinnerung und deine Freiheit zurückhattest? Ich nahm an, dass du dich rasch erholen und mich zuerst finden würdest. Du hattest die Hilfe von Magiern. Ich war allein. Nun, nicht so ganz allein. Außerdem wusste ich, dass du vor der Jagd geflohen warst. Eredin hätte dich niemals gehen lassen. Mir hat er das Gedächtnis gelöscht, aber du warst entkommen. Es war naheliegend, dass er deins nicht löschen konnte. Und dann deine Hexermutationen. Ich rechnete damit, dass sie schlimmere Verwüstungen verhindern würden. Und wir hatten ja aber was gesprochen. Aber da ist noch etwas, das ich nicht aus dem Kopf kriege. Was denn? Wir haben angefangen, über die Vergangenheit zu reden. Wurden aber nicht fertig. Schade. Danke, Jen. Bis dann. So. Geralt? Danke, Jen. Bis dann. Scheiße, ich wollte... Hä? Also wir sind ja bei ihr. Aber eigentlich wollten wir ja was anderes machen. Oder bin ich jetzt gerade... Ja, das ist sie. Geralt? Wir haben angefangen, über die Vergangenheit zu reden. Wurden aber nicht fertig. Danke, Jen. Bis dann. Aber eigentlich müsste der jetzt natürlich... Hä? Hä? Eigentlich... Ich habe ja alles jetzt gemacht, oder nicht? Ich könnte ja mit dir... Bin ich jetzt gerade... Hä? Da sollten wir jetzt eigentlich tatsächlich weitermachen können, oder nicht? Was will die denn jetzt von mir? Geralt? Wir haben angefangen, über die Vergangenheit zu reden. Ja, deshalb wir wurden aber nicht fertig. Aber da ist noch etwas, das ich nicht aus dem Kopf kriege. Was denn? Wir haben angefangen, über die Vergangenheit zu reden. Ja, das haben wir ja schon gehabt. Wurden aber nicht fertig. Danke, Jen. Bis dann. Ja, allerdings. Warte mal, muss ich, hey. Warte mal. Quest. Störung, kann man machen. So, wahrscheinlich müssen wir jetzt die Störung machen. Warte mal, das könnte theoretisch auch der Grund sein. Dass wir die Quest erst machen müssen und dann quasi danach erst das Ding reparieren können. Weil die, das Ding ist ja eh gestört. Also könnte das theoretisch der Grund sein.
Warum wir da oben gerade nicht weiterkommen. Zu lang, okay. Da habe ich jetzt keinen Nerv zu. Zweite Flasche. Winter. Warte mal, wie ist das denn? Protest, Aquili, irgendwas? Die Frage ist, kriegen wir das? Kann ich so ohne. Wir müssen noch Schädel kaputt. Oh, die Maske, okay. Ja. Talisman. Was war das denn? Leder. Das Geld, Parfüm, Kästchen. Was war das denn? Ich frage mich, hä, krieg ich die? Was ist das denn? Da unten. Warte mal, was, wo, wie, woran? So. Ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Sehr. Beeindruckendes Exemplar. Hat das Ding jetzt das nicht mitgenommen? Ein Monat Spuren lesen und Verfolgung. Aber dann habe ich das Mistvieh drangekriegt. Glückwunsch. Aber ich frage mich trotzdem, warum du den Kadaver behalten hast. Willst du ihn ausstopfen und über den Kamin hängen? Keine üble Idee. Aber erst muss ich die Autopsie beenden. Der hier war ungewöhnlich schnell und stark. Ich will ihn gründlich untersuchen. So, lass mich mal sehen. Darf ich mal schauen? Möchtest du die Ehre haben? Nein, danke. Du schneidest, ich esse einen ab. Na dann, auf geht's.
Gut, aber bevor wir das Ding uns angucken, würde ich sagen, machen wir hier mal eine Folgenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3. Ja, sorry, ich habe das nicht ganz irgendwie am Anfang verstanden. Das passiert manchmal. So kleine Fails. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder dann und dann gucken wir uns das Viech mal genauer an. Bis dann und tschüss.